Hallo zusammen. Wir fertigen wieder eine Montagehilfe für den Geländerbau. Auf ein Edelstahl-Schlundrohr sollen 8 mm Flachstähle montiert werden und diese Hilfe unterstützt bei der Ausrichtung. Starten wir mit den Vorbereitungen. Natürlich brauchen wir doppelseitiges Klebeband. Und das sind die Werkzeuge. Als allererstes kommt ein Planfräser zum Einsatz. Als nächstes ein Hartmetall 5 mm Bohrer. Und zum Schluss ein 6 mm Einschneider. Nachdem das Koordinatensystem definiert wurde, kann es auch schon losgehen. Viel Spaß! Die Stücke sind fertig und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Jetzt verpassen wir dem Ganzen noch eine hübsche Phase. Die Teile sind jetzt leicht verkratzt, aber das macht gar nichts. Mit etwas Schleifvlies sehen die Teile dann so aus. Ja, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion gemacht wird. Bis gleich. Wir starten wie immer mit der Konstruktion. Natürlich mit einer Skizze. Man sieht schon unten an der Timeline, das ist ein wirklich sehr, sehr einfaches Modell. Und ungelogen, das war ein paar Minuten fertig gezeichnet.
Wir haben hier das Edelstahlrohr, 42,4 mm. Und ich habe einfach gesagt, wir lassen ein bisschen Luft. 0,5 mm. Deswegen habe ich das ein bisschen größer gemacht. Und hier die 5 mm Bohrungen, um das Ganze dann hintereinander zu sein. Dann sieht man hier, es soll ein 8 mm Flachstab sein. Und ich habe gesagt, okay, wir lassen 2/10 in jede Richtung Luft. Weil auch die haben ja auch gewisse Toleranzen. Die Bohrungen selbst haben zueinander 50 mm als Abstand. Und in Summe, ich weiß gar nicht, was war das? Genau, 70 mm. Ach, hier steht es ja. 70 mm. Es war verdammt schnell gezeichnet. Extrudiert. Eine neue Zeichnung. Obwohl, ich kann es mal zeigen. Neue Zeichnung. Und diese Nut hier ist einfach dafür da, wenn man einen Flachstab um 90 Grad versetzen möchte auf dem Rundstab, kann man das einfach hier anlegen. Also man legt das hier an, man schiebt die Lehre da dran an so einen Flachstab und kann man hier das nächste dann setzen. Und dann ist es genau um 90 Grad, 180 und so weiter versetzt. Dafür sind die hier da. Okay, dann wird das Ganze gerundet, einmal hier oben. An den Ecken, hier die Nut wird gesundet und dann nochmal hier, weil ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, habe ich gar nicht gezeichnet, wenn jetzt hier ein Rundrohr drin ist und so ein Flachstab, muss man ja irgendwo schweißen und damit die Schweißnaht einfach nicht im Weg steht und man den Körper, den will man ja auch wieder rechts und links, also am Rundrohr entlang rausziehen. Und deswegen diese sehr breite Phase, damit die Schweißnaht einfach nicht im Weg ist. Ja, das war tatsächlich schon die ganze Konstruktion. Deswegen machen wir gleich weiter mit der Fertigung. Wir sehen hier, ich gehe es einfach mal im Schnelldurchlauf durch. Also, ich habe das Programm so, ich zeige es gleich mal. Ne, ich fange erstmal an mit dem Plan. Also ich habe hier ein festes Maß. 13,8 kann man sehen als Gesamthöhe. Dann habe ich hier meinen Planfräser. Als Geometrie wähle ich nichts aus. Als Endhöhe sage ich auch nichts. Und sage einfach 0,2 mm. Also gehe in 0,2 mm Schritte runter. Jetzt kann man sehen, das wären hier 1, 2, 3, 4 Bahnen. Ich mache das immer so. Der Körper hier, also das hier, ist schon mit 13,8 sehr, sehr dünn. Ich will das nicht noch dünner machen. Deswegen sage ich, leg los, plane mir das Ganze. Wenn ich ab der zweiten oder dritten oder vielleicht sogar schon bei der ersten Bahn sage, die Oberfläche gefällt mir, dann breche ich es einfach ab. Das heißt, der Körper könnte oder hat in Wirklichkeit wahrscheinlich 13, 9, 14, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Aber so mit dieser Strategie hole ich einfach das Maximale raus. So, als nächstes bohre ich. So sieht das Ganze aus. Ich muss zugeben, ich frage mich gerade, wo meine anderen Körper sind. Vielleicht waren die mal drin und ich habe da was versehentlich rausgenommen, aber so sah es mal aus. Also man kann sehen, ich habe das jedes einzelne angeklickt. Ich zeige gerade noch meine Einstellungen. Ein 5 mm Bohrer, das sind die Schnittdaten als Geometrie. Ja gut, jetzt sieht man es natürlich nicht mehr. Habe ich einfach jedes Bohrloch so angeklickt. Als Höhe kann man sehen, ich bleibe einfach 0,7 mm von der Unterkante weg. Und hier sieht man Tiefenbohren, voller Rückzug. Das muss ich nur bei diesem Rohmaterial machen. Ich habe es schon mal in einem anderen Video erzählt, das Rohmaterial habe ich geschenkt bekommen. Es hat aber eine äußerst schlechte Legierung. Das schmiert wie verrückt. Wenn ich mit dem Vorschub nur ein bisschen runtergehe, schmiert es sofort. Ich weiß leider nicht genau, was es ist, aber es ist nicht gut. Deswegen muss ich mal voller Rückzug machen. Rückzug machen, damit einfach der Bohrer kurz Zeit hat, um abzukühlen. Der Bohrer um das Material. So, dann der Nullpunkt ist gleich. Dann sieht man hier, ich schruppe zuerst die ganzen Körper. Wir picken uns jetzt einfach mal den ersten hier raus. Ein 6 mm Einschneider, das sind meine Schnittdaten. Als Geometrie wähle ich das hier unten aus und sage, 0,5 mm bleibst von unten weg. Die Tiefenschnitte.
Und genau das ist meine Wegfahrbewegung. Ich sage hier bevorzugte Einfahrposition, wähle ich diesen Punkt hier aus. Und dann macht er genau hier immer diese Stufen. Weil ich will nicht von oben eintauchen, sondern schön von der Seite. Warum soll ich mit der Stirn arbeiten, wenn es sich hier so ergibt, dass ich immer mit der Seite arbeiten kann? Das mache ich bei jedem Körper. Und zum Schluss schlichte ich das Ganze nochmal. Die gleichen Einstellungen, bloß die Tiefenschnitte so ausgeschmissen. So, dann folgt die Nut. Ich wähle vielleicht gerade mal... Achso, nee. Ich meine... Jetzt erinnere ich mich langsam wieder. Ich habe das alles auf einem Körper gemacht und dann einfach dupliziert. Ich habe da irgendwie getrickst, aber ich glaube, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall klickt man hier einfach diese Kante hier an. Das ist das gleiche Werkzeug, die Schnittdaten. Als Geometrie, ich muss sagen, es ist alles unspektakulär. Das sind die Tiefenschnitte. Ich bleibe 0,15 mm von der Wand weg. Und hier dann der lineare Einfahrabstand. Und das mache ich dann mit den ganzen Wänden hier und zum Schluss wird nochmal geschlichtet und das Ganze dann von der Unterseite nochmal planen. Das war tatsächlich schon die ganze Fertigung, also wirklich nichts Wildes. Ja, wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sagt bis zum nächsten Video. Ciao.